Willkommen auf Twitch. Wir sind wieder da. Da sind wir. Gut, läuft. Mega. Gucken wir den Herrn an. Jetzt erstmal hier drauf drücken, wenn es mal funktionieren würde. Dankeschön. Dann hier drauf drücken. So. Und dann, was mir gerade spontan eingefallen ist, da ich das gerade bei gewissen Leuten gesehen habe, behind the scenes. Nee, danke. Die Steuerung sollte immer noch klappen. Und wir spielen auch schwer. Und wir spielen auch schwer. Hoffe ich. Ach, gut. Dann schauen wir uns doch mal an. Oh, die Musik, ne? Soundtrack. 12 Sterne von 5. Ist, ja, ist eine Bombe. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Bleib sofort still! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Riley? Au, oh, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß, das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich habe dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten?
schon da los? Scheiße. Oh nein, dich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Last of Us Left Behind. Das war geschafft. Okay. Wo zur Hölle muss ich hin? Okay, Knarre leer, alles leer hier. Läuft. Schon mal nichts. Plus weniger als nichts. Und noch weniger. Joa, also. Wir haben erstmal nichts, okay. Ist aber auch niemand in der Nähe. All seine Vor- und Nachteile. Keiner da, also keine Ressourcen. Okay, gut, brauchen wir auch nicht, denn. Ich hätte meine Fresse halten sollen, oder? Hier kommen wir durch, okay. Okay, gut, ist für Rollstuhlfahrer. Und schauen wir doch mal. Die geht doch schief. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose da gelassen? Oh Mann. Ja, so sind sie halt. Lass sie doch mal. Oh, bitte. Natürlich. Alles ausgeräumt. Das? Irgendwas? Das ist, kriegt noch ein Comic. Ja, eine Menge Müll. Hier noch irgendwas? Noch mehr Müll? Okay. Warum frage ich überhaupt?
Hier ist erstmal noch in der Nichts. Da kann ich mir vorstellen, dass da was ist. Ist noch ein Zettelchen. Der Apotheker. Vielleicht hat er was bei sich. 35, 30, 31. Kombination, okay. Wie zum Teufel komme ich da rein? Naja, indem ich hier wahrscheinlich. Ne, ist Feueralarm. Okay, Apotheker. War hier irgendwo ein Safe? Blöde Frage. Und das ist denn. Ach, der Safe wird da drin sein, wa? Der Safe ist da drin. Bedeutet. Falscher. Bedeutet, dass ich hier eigentlich ein bisschen am Arsch bin. Also, so nutzlos, Deluxe. Ja. Nehmen wir mal die Beine in die Hand. American irgendwas. Und hier rein. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Funktioniert. Gut, da haben wir die Zahn schon gebraucht. Und weiter geht's. Gar nicht mehr so laut. Mach keinen Scheiß. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Oh, wir sind ressourcentechnisch so gut ausgestattet, dass wir einfach gar nichts haben. Okay. So, überhaupt gar nichts ist kontraproduktiv, würde ich mal von ausgehen. Schön, dass ich einen Taschenlampe habe. Ich sehe, glaube ich, gerade ein bisschen besser oder ein bisschen mehr, wenn ich jetzt hier nicht so viele Action mache. Oder? Also ich weiß schon mal, wo ich hin muss. Das ist klar. Aber, okay. Das war der große Aspekt für jetzt. Das haben wir auch schon mal erklärt. Aber hier ist auch nichts weiter, oder? Bin ich bescheuert? Nichts, nichts. Schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nichts. Schlüssel. Okay. Oh, Mist! Gott verdammt! Na, mein Gott hat nicht so viel zu tun, aber okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Vergrößern ist. Hier? Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr. Nett. Einfach nur. Wow. Nett hoch 10. Ist die Tür zu? Nee. Ja. Oh. Nett, danke. Okay, mehr sind jetzt hier auch nicht. Vorteil für mich. Der und ran da. Oh, ja. Verarschen. Ey. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Lass mich hier gucken. Weil hier sind auch noch ein paar Schränke. Halt durch, Joel. Gut, die Schränke, die offen sind, da findet man mehr anscheinend.
Ja, viel mehr. Sehr viel mehr. Oh, ich kann gerade ein bisschen kotzen, ne? Hier auch so gar nichts. Ja, das ist ein Schild. So, mal kurz gucken. Kann ich es herstellen? Herstellen war ansonsten hier, ne? Cool, ich habe ganz genau Ressourcen für gar nichts. Aber auf den Punkt genau. Immerhin. So, wir müssen. Da lang müssen wir. Dort lang kommen wir, glaube ich, gar nicht erst. Das geht nicht. Gut, jetzt können wir erstmal noch mal ein bisschen sprinten. Oh. Gucken wir, dass jetzt hier irgendwas drum liegt. Ja, hier liegt eine Menge rum. Man kommt nur nicht ran. Weil man es nicht brauchen kann. So. Zwei Durchgänge hatten wir. Einen haben wir genutzt. Und. Ja. Nichts Brauchbares hier, oder? Hier irgendwas? Oh, doch hier. Bisschen Bum-Bum. Bisschen Papier. Bisschen. Spitzezeug. So. Mal kurz gucken. Quatsch. Hier ist die Taste. Meine Taste. Sorry, einmal verklickt. Ich glaube, dieses riesengroße Touchding nicht gefunden. Friseur. Hier ist auch noch voll Corona. Sieht man? Nichts los. Ich habe vergessen, Zettel hin. Egal. Immer eine Bandage. So, Notiz ansehen. Für Grüße. Oh, Larry. Bla bla bla. Nachmittag heilen. Wir fliegen zurück nach. Zone. Quarantänezone. Und denn ja. Als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unseren Piloten an. Steph Sean Brandon. Ja gut, ich kann mit der Bezeichnung gar nicht anfangen. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet. Kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unsere Leben. Wir stürzten in ein. Ach, das ist hier gut. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugen Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Okay. Ich würde mal sagen, das sind die. Das ist der Hubschrauber. So. Hier ist natürlich jetzt komplett ruhig. Hier wird natürlich kein ein Gegner sein, ne? Verständlich. Ist ja nur ein Kaufhaus. So, ich spring da rüber und dann ist Action. Schnell! Hier rauf! Oder so ähnlich. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Fireflies? Sowas in der Art.
Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Hier überall gar nichts, okay. Gespräch zu Ende, oder was? Hast du das Licht schon gefunden? Oh, haha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen Kraftklage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Wir stecken das nur gut. Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Okay, gut. Ich dachte, ich spreche genau weiter. Scheiße. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Klar, das kriege ich schon noch allein hin. Ich weiß. Und ich glaube, das Gebäude da drüben, das könnte... Nee, oder? Ja, gibt keinen Sinn. Aber unten Gebäude? Nee. Ich wollte gerade überlegen, ob wir hier bei mit Joel und Dings irgendwo gewesen sind. Aber gibt hier keinen Sinn, nicht wirklich. Wir sind doch jetzt hier in der Zone. Ja doch, muss er sein. Ja, wer Quatsch, wenn nicht. Überholen. Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist,